Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Beyond Two Souls. Wir machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Habe jetzt nochmal an den Audioeinstellungen ein bisschen Feinarbeit geleistet, sodass ihr mich jetzt besser hören solltet. Und ja, wir sind zuletzt hier stehen geblieben mit Jody und wollten vor den Cops flüchten. Wieso auch immer, wurde uns noch nicht erklärt. Aber ich denke mal, sie hat gemerkt, dass sie ausgenutzt worden ist und wollte das Ganze nicht mehr. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Gut. Es ist vorbei, Agent Holmes. Zeit zum Aufgeben. Feuer einstellen! Ein Krankenwagen! Ein verdammten Krankenwagen! Haltet die Position! Sie töten mich, Aiden. Du musst sie aufhalten. In Deckung! Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Was soll das denn? Wir können hier nicht einfach nur so rumstehen. Ich will hier nicht drauf gehen. Wir müssen was unternehmen! Was verflucht das? Das Ding dort! Aiden, sie kommen! Du musst sie mir vom Leib halten! Tu doch endlich was, verdammt nochmal! Die Tür! Aiden, ich komm nicht rein! Mach die Tür auf! Schnell! Du musst sie ablenken! Spreng die Autos! Sie kommen immer näher! Du musst mir helfen! Ich habe ja schon alles gemacht, was ich machen konnte. Sie kommen gleich rein. Los, du musst sie stoppen. Tu doch was, Aiden. Was soll ich tun? Auf Position! Ich glaube, wir haben sie gerettet.
sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, sie haben es kapiert. Ich hoffe, dass die es kapiert haben. Die sollen Jody in Ruhe lassen. Sie ist ja kein Versuchskaninchen, nur weil sie Kräfte hat. Genau das ist der Grund wahrscheinlich, wieso wir noch nie was von Leuten mit übernatürlichen Kräften gehört haben, weil die Leute Angst haben, als Versuchskaninchen zu enden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Menschen gibt, die über dem Normalen, was wir üblich kennen, Dinge tun können. So hat alles angefangen anscheinend. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Man nicht mal in Ruhe hier draußen die Gegend beobachten. Gut, hier gab es auch irgendwas, oder? Nee. Okay. Wir gehen mal was spielen. Feenblüte, willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen ein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will.
Okay, da kommuniziert sie schon mit ihm. Können wir auch zeichnen. Aber da wird der auch wahrscheinlich interagieren. Also ihre Kinderzeichnungen sind schon fragwürdig hier. Okay. Natürlich, an den Schminktisch von Mama. Das war doch klar. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Und nu? Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Nee. Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Nee, mach ich nicht. Klar, kein Problem. Wir haben jetzt anderes zu tun. Aiden, hol die Kiste da raus. Das Foto. Wie schön. Es fühlt sich seltsam an. Als würde es vibrieren. Fühlst du das auch? Tut mir so leid. Ich habe alles versucht. Ach, jetzt können wir auch den Schrank aufmachen. Na dann, mach mal auf. Was ist hier drin? Gar nichts, sie versteckt sich nur. Wir
Wir sehen uns noch in diesem Zimmer um. Das ist dann wahrscheinlich das Arbeitszimmer vom Papa. Hi. Bitte, Jordi. Ich hab zu tun. Ja, ist klar. Typisch Väter, die keine Zeit für ihre Töchter haben. Oder Söhne. So, wie gehen wir jetzt zur Garage? Wir müssen wahrscheinlich hier durch den Flur. Wo ist die Garage überhaupt? Ist die hier? Ja. Garage, Garage, die gruselige Garage. Alter. Keine Angst, Jody. Ist nur eine Garage. Nur eine Garage. Voll süß, aber die haben das richtig gut gemacht, wie sich die Kinder fühlen, wenn sie in die Garage runter müssen alleine. Danke, Schätzchen. Olivenöl sieht einfach aus wie ein Benzinkanister. Gut. Hey Schätzchen, warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Okay, Mama. Erstmal Yakanzi. Und Boots. So, wir sind ready. Jody, wo willst du denn hin? Hast du doch gerade... nicht in den Garten. Du hast auch nicht gesagt, dass ich in den Garten soll. Du hast gesagt, geh draußen spielen. Mensch, Mama. Drück dich doch mal gut aus hier. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Wir könnten ein bisschen schaukeln und Aiden schubst uns. Das ist doch eine gute Idee, oder? Schubst du mich an, Aiden? Yes. Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Ja, ich hab's schon angeschubst. Lass das, Aiden. Mir ist nicht nach Spielen. Okay. Miese Pflaume. Die ist ja voll negativ drauf. Und jetzt, mehr kann man hier auch nicht machen. Spielen der Schneeballschlacht. Erwischt! Au! Ich glaube.
aber jetzt haben wir doch noch Spaß. Das musst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Du bist der Beste. Okay. Hey Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingeseift. Wie sie innerlich lacht. Aber mit der traurigen Musik ist es echt schlimm. Du bist tot, guck mal, wie viel Spaß sie als Kind hatte und wie sie jetzt leidet. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jody Holmes ist eine Hexe! Komm mit, komm mit! Wir gehen heim! Komm, komm mit! Geh jetzt ins Haus! Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, nein, diesmal gibt es richtig Ärger! Philipp, nee! Geh in dein Zimmer. Jetzt! Tja. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lass das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Geh weg, ich hasse dich. Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind. Geh weg. Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster. Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot.
Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. So, und jetzt? Oh. Also gibt es Monster wirklich? Cody! Cody! Lass mich! Ja! Cody! Ist alles okay? Oh Gott, was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Also ich vermute mal, die wollten darauf anlehnen, dass da sie, da Aiden in ihrem Körper ist, ist sie wahrscheinlich empfänglich für andere Wesen. Ich denke mal, die wollten darauf anlehnen. Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPA hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Jody. Die Synchrostimme. Weiterfahren! Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tue es. Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Verstehst das nicht? Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Ist das die Kleine? Verzeihung, ich hab gehört, Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Na los, ich bin bereit. Noch nicht. Wirklich? Wir warten noch auf den Befehl. Das ist ein Albtraum. Das gibt alles keinen Sinn. Okay, dann mal.
Was macht sie denn hier? Alles vernichtet. Gibt es irgendwelche Infos? Was ist das bloß? Wie sehen Sie aus? Sie verheimlichen uns etwas. Dieser Stahl. Niemand kann es. Es ist unmöglich einzugreifen. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jody, die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaffe das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Die schicken sie blind da rein, ohne Weste, ohne, keine Ahnung, Mikrofon oder whatever. Nicht mal eine Taschenlampe haben wir bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Das ist schon krass, als junges Mädchen da alleine reingehen zu lassen. Nur weil man irgendwie der Meinung ist, dass sie das kann. Komm schon! Spannend, spannend. Okay.
Versuch's bitte von der anderen Seite. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Totfallteam weiß Bescheid. Sie sind unterwegs. Tja, Leute, nicht gut, nicht gut. Die Frage ist, wo geht's hier jetzt weiter? Ich höre ein Telefon.
wirst nicht mehr. Okay, ruhig bleiben. Wir werden alles darüber ab. Situation ist unter Kontrolle. Jetzt wohin? Müssen wir wieder zurück wahrscheinlich, oder? Oder wir müssen den Feuerlöscher holen. Warte mal. Liegt der Feuerlöscher noch da? Oder Telefon? Bitte, geh weg! Geh weg, bitte! Oh Gott, nein, bitte! Ist gut. Ich bin Jody. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Existenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten! Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Du Miststück! Creepy! Thank you.
Serie! Das wird sie nicht aufhalten! Sorry, das ist viel zu riskant. Das schaffst du doch safe nicht alleine. Aiden, hilf mir. Bleib bei mir, okay? Wie schnell ich mich jetzt bewegt habe. Die sind einfach alle eingefroren, auch gut. Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Ich glaube nicht, dass wir so ungesehen da durchkommen. Aber, Leute, wir müssen hier einen kleinen Cut machen. Wir sind schon viel zu lange in der Folge. Was dann im nächsten Raum passiert, seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.